Fall ab, die Ratte! Hui! Nein, Mist, komm, fahr! Mann! Wer fährt denn da immer mit Vollgas rein, ey? René, du Sau! Ihr wisst schon, dass wir zusammenarbeiten müssen, ne? Das muss immer sein. Der Spaß musste sein. Das war gerade so verlockend. Bäume sind wie ich und du, Menschen. Ich geb dir gleich verlockend. Du kleiner Stricher, Alter. Du kleiner Stricher. Ohne Scheiß, der Ford legt sie an. Ich krieg ihn nicht, ich hab mein Nitro aufgebraucht. Ist egal, ich hau ihn raus. Boah, fuck! Warum musstest du denn rückwärts fahren, Mann? Bin ich ja noch gar nicht. Fuck. Entschuldigung. Macht nichts. Solange es nicht laut ist, ist okay. Hoppala! Ich komme jetzt! Vorsicht, ich komme! So, ey, der Ford ist aggressiv! Ja, ich weiß! Er kann mich mal am Sack kratzen, der aggressive Ford. Er fuhr fort und kam nie wieder. Dann er soll fuhr er fort und kam nie wieder. Hi Frogbender, willkommen zur Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der kommt. Soll er doch kommen? So. Hab ich mal schön ausgetrickst, den Affen. Soll er doch kommen? Wie geil hat er noch. Ah, ich hab ihn noch einmal schön abgeschossen. Sehr schön. Der kommt aus meiner Richtung. Müsst ihr aufpassen. Ja. Der klebt dir am allerrettesten. Darfst du ruhig Arsch sagen, hat er ja schon. Ach ja, ist ja nach 22 Uhr. Hihihi, was ein Vollidiot. Volltrottel. Oh, sorry. Sorry. Das war gerade echt super von euch. Aber ich hab dich in die richtige Richtung gelenkt. Nee, sorry, du hast mich weg. Sorry. Ich hab die aber in die richtige Richtung gelenkt, also. Kannst dich nicht beschweren. Danke sehr und er schubst mich an. Haha, ciao! Vollidiot. Boah. Ich hab den knapp verfehlt. Ob der mittlerweile weiß, dass wir zusammengehören? Ich glaube ja. Ich glaube mittlerweile hat das, glaube ich, rausgefunden. Nicht die Mama, nicht die Mama. Geil in Mario Kart. Ja, so eine Keilerei auf jeden Fall. Oh, oh der ein Schwein. Oh, ich hab ihn noch getroffen, dann, sauber. Dann wir alle mit Wario und so, ob der weiß, dass wir ich verstecke mich voll hinter cool. Den parkenden Autos, wollte ich sagen, und dann kommt Flexi angekackt. Okay, der Punkt war nicht für mich. Fuck! Warum fährst du denn nämlich rein? Alter, guckst du auch mal nach links und rechts? Oder auf die Karte? Ja, nee. Bananenscheuklappen auf, Bananenscheuklappen. Vorsicht. Ente. Oh, du spielst aus dem Windschatten raus. Sorry. Nicht passiert. Sehr schön sauber. Ja, das haben wir. Ja, hat er sie Welt verlassen. Raus, jetzt ist er raus. Sauber. Sauber. Was ist denn jetzt? Ladebildschirm? Achso. Sehr schön. Ich trolle nicht, mein Ernst. Ja, hast du ja recht. Bäume, diese Bäume schauen gesund aus. Da hast du recht. Habe ich jetzt Punkte gekriegt? Ich glaube ja, ne? La 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 la. And I will always love you.
Wenn jetzt keiner reinkommt, nachdem das Event ausgewählt worden ist, sollten wir die Lobby verlassen. Wenn der Trip passiert jetzt... ist, der von uns wird dann nämlich Punkte verlieren. Und dann gehen wir raus. Sollen wir nicht noch warten? Und suchen eine neue. Vielleicht kommen da noch welche zu. Warten wir doch erstmal. Also ich wähle jetzt erstmal aus, ein Performance-Rennen, keine Blitzkeilerei, weil wir jetzt nur wir sind. Genau. Wir fahren einfach gleichzeitig über die Ziellinie. Fertig. Gleichzeitig. Mhm. Nein, ich glaube, das wird ja eben mit dem letzten Platz wird's ja so. Da ist einer gekommen. Ja, aber es wird glaube ich erst dann runtergewertet, wenn du mehrere Rennen, glaube ich, verlierst. War das, glaube ich, irgendwie so. Oh, da ist noch ein Flex erschienen. Yo, Lex2Flex. Lex2Flex. Der gehört aber nicht zu mir. Und der hat einen Boiler in der Motor. Und wenn er bei dem bleibt, hat er eine Fahrzeugstufe von 1150. Mhm. Ihr wisst ja, was ich fahre, ne? La 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 la. Schickes so. Auto hast du da. Ja, du auch. Geil. Wie bist denn du eigentlich auf die Designidee gekommen? Das finde ich richtig geil. Du, keine Ahnung, weiß nicht. Mir ist das einfach so gekommen. Ich sag nur Amerika. Fuck yeah. Ist wunderbar. Ist wunderbar. Amerika, Amerika. Ich fahre in den Sonnenuntergang. Nicht die Mama, nicht die Mama. Nicht die Mama. 2, 1, Risiko! Ja, oh, der zieht mich ab, die Ratte! Ich krieg einen Affen! Einen riesengroßen! Ja, fahrt ihr mal vorbei! Fahrt ihr mal schön vorbei! Fahrt ihr mal vorbei! In der Mitte durch! Wow, wow, sorry. Oh, der hat schubst. Entschuldigung, das war nicht Absicht. Der hat mich geschubst hinter mir. Und dann bin ich in dich reingefahren. Oh, ich bin gerade die perfekte Linie gefahren und dann kommt ihr. Der geschubst gerade, der Drecksack. Der hat geschubst, dann wird der Flex hier endlich mal rausgehauen. Hallo? Ich meine der Lex2Flex. Sorry. Wow. Alte Gewohnheit. Oh, oh jawohl. Gute Arbeit, oder? Der flex ja noch Raketen im Auto. Ihr fahrt da alle rein, ey. Und ich einfach vorbei so, ey. Und, was macht ihr? Ja, aber macht ihr da? Macht ihr da Parkparty? Boah, ich hasse das, wenn die Autos entgegenkommen und du siehst, die Scheinwerfer ist zu spät. Das ist so asozial. Aber das gewinnt der fort. Flex, der hat keine Raketen im Auto, der hat einen Bohneneintopf gegessen. Ja, lecker mit Würstle. Vom Uli. Boah, der war jetzt mies. René versteht ihn gar nicht und er will ihn auch gar nicht verstehen. Hä? Was ist? Mein Nachbar klopft schon wieder, halt die Fresse. So, da ist die Ziellinie. Ach du bist tot. Boah, das wird so knapp. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hätte ich Windschatten gehurt, hätte ich es geschafft. Ja, definitiv. Ja. Willkommen zur Let's Play Live Show und zu The Crew. Liga Matches. Wir fahren hier ein bisschen PvP Lobby, um in der Liga aufzusteigen. Freitag, Samstag immer ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. So. Jawohl. Gibt wieder Pünktchen. 87 aber jetzt. Und Unterboss bin ich immer noch geblieben, bin ich nicht aufgestiegen. Ach ja, da muss ja noch mehr fahren, stimmt. Bis der Rang aufsteigt, dauert das bis zum Boss. Stimmt ja. Ah, darum ist das Auto zu schnell, weil Flexi illegale Treibstoff tankt. Wie kann das? So, ich darf wählen. Was wählen wir denn? Irgendwelche Wünsche? Rennen. Okay, komm, wir machen mal ein Rennen, komm. Ja, okay, Gelände, okay. Okay, Rennen, okay. Was denn jetzt? Ja, okay, Rennen.
Nach ja, Gelände. Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich finde ihr zwei mit eurem Straußenei da. Ich muss mal eben kurz was gucken. Aber das vom Bananenbrot sieht mit den Lichtern mehr wie Straußenei aus. Was, Straußenei? Welchen Straußenei? Was? Ja, ihr zwei mit Straußeneier. Wieso? Ich Ach so. Der Fokus sieht aus dem Straußenei. Verstehe ich nicht. Aber der von Flex ist tiefer gelegt, kann das sein? Mhm. Wie hast du das hinbekommen? Das ist ein Geheimnis, das will er nicht verraten. Ja, das du musst ihn schon mit dem Tequila-Hut foltern. Ja. Das mache ich noch. Aber du weißt nicht, wer oder was den Tequila braucht. Was nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt den Hemi oder nehme ich jetzt doch nochmal den Charger, um zu gucken? Achso, habt ihr die Fotos gesehen, welche Fahrzeuge noch kommen? Der 300er ja, SL. Oh, nee. Den freue ich mich. Und der Mini Cooper. Wann kommen die denn? Ja, gut. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sollen auf jeden Fall kommen, hatten sie auf Facebook auch geschrieben gehabt. Also die Corvette war jetzt eins von drei, also von zwei weiteren. War die Corvette. Das wird wahrscheinlich mit dem Patch dann irgendwann kommen. Der Benz. Ja, der 300er SL. Der Alter in Dings, in Performance-Klasse oder in Rennklasse. Rennklasse. So, und los geht's. Go crazy. Wow, kennen wir diesen Nagbra nicht? Da hat mich einer geschoben. Kennen wir diesen einen Nagbra nicht von irgendwoher? Ja, der Affe ist heute rausgegangen aus dem Rennen, nachdem er uns alle rausgeschmissen hat. Ja, da hat er Dings, der hat mich nämlich gerade schon geschubt von hinten, der Drecksack. Die Sau. Gerade habe ich ihn erwischt. Ah. Nein, sehr fuck, schön. Scheiße. Mann, fuck. Wir müssen aufhören, wieder so zu fahren. Wir müssen wieder lernen, wie man hier fährt. Das ist das Schlimme. Ja. Ich wusste noch nie, wie man Rennaufklappung richtig fährt. Motorhaube finde ich am besten dafür. Wow. Wow, 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 wow. Auto ist gut. Auf der Straße bleiben. So. Eigentlich geht's. Du brauchst ja eigentlich gar nicht viel Nitro. Wenn du die Kurven richtig nimmst, brauchst du eigentlich gar nicht viel Nitro. Nur zum Schalten vielleicht. Ja, und halt mal auf einer langen Geraden, wenn genau. Du noch ein bisschen Geschwindigkeit rausholen willst. Genau, aber ansonsten brauchst du hier gar nicht viel Nitro. Weil du hier auch so viele Bremspunkte hast. Sorry, Vorsicht, Wolf. Nichts passiert. Ja, ich habe ja auch gebremst. Wow, scheiße! Wow, oh, jetzt habe ich kurz... Ja, jetzt habe ich kurz nach hinten geguckt und dann hast du gebremst, dann warst du schon vor mir. Wow, fuck. Scheiße, fahr! Entschuldigung. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder quitt. Ja, jetzt sind wir quitt. Scheiße, ey. Ja, ey, ich guck nach hinten und auf einmal, bumm, stehst du da vor mir mit Bremslichter. Also, immer Augen auf im Straßenverkehr, ne? Wisst ihr ja, liebe Kinder. So schnell kann's passieren. Genau. Wow, vorsichtig, nicht reinfahren in die Karre. Fährst du Außenansicht? Nee. Okay. Motorhaube mache ich mittlerweile auch immer bei Rennstrecken. Wow. Wo ist er? Ach, der ist neben mir. Wow. Ey, wir sind schon zwei besondere Spacken. Ja, natürlich. Wo ist er? Ja, ich muss ja aufpassen, dass ich dich nicht raushau, ey. Das ist ja das Problem. Aber wenn ich dich raushau, war's das für dich. Und da ist schon René in den Beobachtungsmodus gegangen? Ja, Rennausstattung, das ist einfach nicht mein Ding. Okay. Sorry, Mädels.
Macht nichts. Das ist einfach ein. Das ist mittlerweile weiß ich, wir müssen uns jetzt echt konzentrieren, weil ich hab den im Nacken und der fährt Windschatten. Ah toll, weil ich fährt der Windschatten. Und der fährt mir, der fährt mir auch, ja, der fährt mir nämlich auch in die Karre gleich. Dafür, damit rechne ich nämlich schon mit. Ich fahr ja schon, wie ein Irrer. Wow, jetzt ziehst du an mir vorbei. Boah, ich werd nervös! Verdammt! Nein! Das ist die letzte Runde! Du räudiger Sohn einer räudigen, flohbesäten, tollwütigen Hündin, du Sackratte! Ich knall dir ein paar, dass du nicht mehr weißt, wo du rechts bist! Boah, ey! Verdammt! Komm, die letzten paar Kurven, die kriegst du hin. Ja, das tue ich auch. Sackratte. Nicht sehr du, schön. Aber du. Ja. Aber sauber gefahren. Aber sauber gefahren. Sehr schön. Gefiel mir sehr Entschuldigung, gut. Entschuldigung bitte, ich erbete im Stream Entschuldigung für meine Ausdrücke, aber das war nicht nett von den anderen. Das war nicht kollegial. Kollegial? Also bei Blitzkeilerei finde ich das ja noch voll in Ordnung, weil es mit den Herumschubsen, da gehört ja, das auch eben, zu. Bei Blitzkeilerei. Aber bei Rennausstattung, wo es um ein präzises Fahren geht, wo es um saubere Fahren geht, dann so ein Vollspacken hinter dir hast, ja, der dich voll aus der Kurve rausgeht, dass du voll gegen die Wand knallst, ja, und dann gleich der nächste nicht reingerast kommt, aber mit voller Absicht, sorry, da habe ich keinen Bock drauf. Das muss auch nicht sein, das stimmt. Das stimmt, das muss auch nicht sein. Wir fahren alle sauber, versuchen alles sauber und na, da muss nicht sein, dass da einer irgendwie. Na. So, Gelände? Ja. Gerne. Gelände kann ich besser. Schau gerade mal. Im Gelände lässt es sich so schon driften und ich komme mit dem Driften halt besser klar wie. Mit. Ausstattung. Performance geht auch sehr gut bei mir. Und Straße. Oh, 6 neue Updates. Ja, toll. Nein, ich will WhatsApp nicht updaten. So, jetzt fahren wir ein bisschen Gelände. Kampf um am Big Sur. Am Big Sur? Am Big Sur. Ah, Sir, Sir, am Big Sur. Oh, Sprint. Oh, am Big Sur. Oh, da ist ein Hammer gerade eingestiegen. Ruschel ist gekommen. Und schaut euch die Karte an. Ruschel mit dem Hammer. Ah, putzig. Ich würde nie einen Performance-Hammer fahren. Ich hab auch bei Performance das Gefühl, dass der nicht vom Fleck kommt. Ich, wie gesagt, habe ihn noch nicht richtig ausprobiert. Kann ich nichts zu sagen. So, also mein Skyline sieht jetzt so aus, damit ihr das auch mal seht. Jawohl. Sehr schön. Mahlzeit, I'm Stone. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mahlzeit. Mahlzeit. Monsterkill. Take my hand and reload. Kampf um Big Sur. Sprint. Take my hand and reload. Jawohl. Wow. Woohoo. Wow. Ach, das geht. Ist das ein fliegender Start oder wie? Nein. So ein Intro hätte ich mir gerne häufiger gewünscht. Boah, das ist Rennen. Aber cool, dieses Gebäme. Das ist eine neue Strecke, ist das? Nein. Dieses Bam, Bam, Bam. Das ist das einzige Rennen, was so ein Video hat. Was ich schade finde. So, boah, eins. Das war ein fliegender Start Risiko. Gewesen, wäre auch nice. Mal Kamera wechseln. Ja, Kamera wechseln, genau. Boah, komm, der fängt schon vom Start an zu schubsen. 7 Checkpoints nur. Ja, ist eine kurze Strecke. Ich muss aufpassen, dass ich den Flexi nicht... Oh, was war das denn? Warum hat gerade die Kamera so gewackelt? Das war Erdbeben! Ja, ich glaube auch. Das war ein Erdbeben! Oh, ich stehe in Kops. Wie geil ist das denn? Erdbeben. Sorry. Kein Ding. Dadurch wurde ich auch stabilisiert. Hau ihn raus, den Lex, du Flex. Der muss jetzt mal schön in die Mangel genommen werden. La 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 la.
Der kürzt doch bestimmt, einer kürzt doch bestimmt gleich ab. Ja, da kürzt einer ab und wie? Wusste ich doch. Hier, oh, nee, ich wundere mich, ich bin dem Lex to Flex hinterherge. Jawohl. Hey! Wow! Wo kommt denn der her? Was denn? Der kommt da auf Vorsicht, die kürzen ab alle. Geschissen, als hätte er unter dem Fahren einen geplant. Da, boah, guck dir da, da guckt er den an! Ja, wie die abkürzen. Wie auf der Karte gesehen. Wie die abgehützen, ja. So Arschgeigen? Ja. Ey, was meinst du, die Straße ist aus dem Grund da? Ja, ja klar. Aber das interessiert ihn nicht. Gelände ist Gelände. Es gibt den Windmühlen-Track. Mach die Windmühlen, dann kriegen die so eins verbrettert. Yep. Ich muss noch mal tanken. Scheiße. Oh, ich bin aufgestiegen. Auch gleich trinken. Oh, Gold 2. Bronze 2. Da ist aber schon jemand Bronze 1, aber schon wieder Punkte minus bekommen. Ich habe auch Minuspunkte bekommen. Ey, und wie die Abgewiede auf einmal da hochgeschossen kamen, die Säcke. Ja, die sagen sich auch. Ach, Gelände, kann ja querfeld einfahren. Ist ja uninteressant. Windmühle. Warum sind eure Wagen dreckig und meiner ist sauber, frage ich mich. Deiner ist bei mir dreckig. Oder wer ist denn das hier vorne? Doch, Banane. Der ist dreckig bei mir. Der Gas gibt, das bin ich. Ja, der rechte, der mir gegenüber steht, ist dreckig. Nee, ist sauber. Skyline. Der dir gegenüber steht, bin ich. Ja, alle Skylines. Ein Ford und ein Camaro. La la la. Ja, willkommen zur Let's Play Live schon, alle neuen Zuschauer. Willkommen zu The Crew Liga Matches. Wir fahren ein wenig die Liga. Diesen Brat, den habe ich irgendwie gefressen. Wem? Diesen Bra, diesen Bra. Der kriegt jetzt Bra. Der kriegt jetzt Bra. Der kriegt jetzt Fett Bra. Borussiana, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Aufs Maul. Da schön, dass du da bist. Mini. Da fährt jemand Mini. Geil. Wer ist das? Mini. Okay, ich glaube, ich sollte gleich auch mal anfangen zu trinken, damit ich es hier aushalte. Ich habe bis jetzt nur ein Glas Wasser getrunken. Ja, ich ja auch. Ich trinke dann auch gleich Wasser. Flexi? Ja? Hey, wir müssen echt ein Trio aufmachen, so ein Barbershop. Jetzt Konzentration, ihr fahrt vorne weg und ich ramme. Versuch's zumindest. Rote Westen und flache Strohhüte. Also, Kette geben, los. Boah, Vorsicht, der Mini. Wow, wie geht denn der Mini ab? Wie geht denn der Mini ab? Aber der Mini ist scheiße zu lenken, das wird der Typ bald merken. Ach, du hast dich den schwarzen Koffer umgenommen beim... Ja. Fahrt, der Bara kommt, fahrt! Ja, der Bra kann mich mal am AAA. So, weg da. Lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich durch, Arzt. Entschuldigung. Lass mich durch, ich bin Arzt. Mit meinem Raptor. Ich stoß von hinten zu. Ja, wow! Jawohl, der Mini ist rausgeflogen. Ich hab den schön angetupft gerade auf der Rampe. Sauer! Aber hat nicht viel gebracht. Ciao! Das hat was gebracht. Das hat was gebracht. So, fahrt! Schön. Oh, der schon, ey, wie kann der denn so schnell wieder da sein? Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. Das war auch bei den letzten Rennen mit denen so, dass der so schnell wieder da ist.
Das war doch der mit dem Ferrari, den ich so rausgehauen habe. Ja, ich gehe gleich auf die Kommentare ein, Rosiana. Ich, nicht böse sein, wir müssen uns gerade ein bisschen konzentrieren, weil wir Liga fahren. Boah, nein, 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 ich bleib schon wieder in der Wand stecken. Ich bleib schon wieder in der Wand stecken. Friss mein Staub. Friss was ganz anderes. Bin schon da. Bin schon. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich halte ihn auf, halt ihn schon auf. Ich halte ihn schon auf. Ihr solltet schon fahren, sonst. Sorry. Ich fahre wieder Wind. Wieder Wind. Wieder Darmwind. Ende. Nach 20 Tellern Linsen ein Topf. Kommt noch ein Deutscher, wo die PlayStation 4 Crew spielen. Ja, doch, ich ja. Oder wir ja. Es ist so ein geiles ja, Game. Öfter mal. Wir sind noch Leute, die, die Spielgeschmack haben. Sorry. Oh, das war ein guter Drift, das war ein guter Drift. Ja. Halt dich in meinem Windschatten, halt dich in meinem Windschatten. Sowieso. Komm, im Sprung wegkicken. Boah, ich bin so heiß auf den, ohne Scheiß. Der macht so einen Flieger, macht der jetzt. Ciao! Du Pillemann. Ich will mich nicht von der Straße, mein Herr. Das wäre auch cool. Ich kann den Flug halt nicht so kontrollieren, wie ich es gerne hätte, ja? Fahrt, Fahrt, ich halte die auf, das Fahrt. Ich sollte mal irgendwie so Flügel anbauen wie ein Taxi. Fahrt, ich halte sie auf, Fahrt. Taxi soll ja. Fahrt, ich Fuck! Scheiße! Ja, wir fahren. Fahrt bloß, weil ich schaff's nicht mehr. Wir fahren. Weil jetzt bin ich hinten, jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Mehr aufhalten konnte ich nicht. Keine Sorge, wir schaffen das. Ihr schafft das, kommt. Wir schaffen das. So arbeitet man im Team zusammen. The Crew ist dafür geeignet. Mehr konnte ich nicht helfen mit dem Raptor. Aber zwei Runden reichen, beziehungsweise fast drei. Du hast es alleine gerissen. Du warst es. Ohne Scheiße, der uns jetzt hier. Ja, den Sieg auf jeden Fall. Und der Brade wird sogar nur Vierter. Wenn ich Glück habe, schnappe ich mir sogar noch den Mini, aber ich glaube eher nicht. Sauber! So spielt man so Crew! So, das ist Teamarbeit! Das ist Teamarbeit, Mädels! Ich hab Banane aus dem Headset vom Kopf runter! Ich hab mir das Headset vom Kopf. Komm noch Deutsche, wo über die PlayStation 4 The Crew spielen. Ja, wir spielen es auf jeden Fall, weil wir finden es einfach nur, es ist ein geiles Game. Ein geiles Game, du willst du. Jetzt krieg ich zwar Punkte abgezogen, aber ist nicht so schlimm. Ist ja nur ein Punkt Abzug, glaube ich, ne, immer? Ja. Nee, zwei. The Crew ist eins der besten Arcade-Rennspiele überhaupt. Umfangreich, ja. Ohne Ende. Geile Autos, geile Settings. Ja. Und wenn man sein Auto richtig einstellt, die richtigen Teile einbaut, hat man eine Rennsemmel vom Feinsten. Ja. Und mit ein bisschen Übung beherrscht das jeder sehr gut. Ja. Und es macht einen Haufen Spaß. Ja. Und vor allem am Anfang die ganze Rumheulerei. Ah, fährt sich voll schwammig, ist keine Simulation, ist ein Arcade-Rennspiel. Aber die Autos fahren sich später besser. Hallo Söckchen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, hallo Söckchen, willkommen. Leider kann er nicht sterben, muss ich mal so sagen hier. Zuletzt